Hallo Leute und willkommen zurück zu Grey Matter. Grey Matter. So, was müssen wir tun? Keine Ahnung. Gucken wir einfach mal in unsere in unseren Kapitelfortschritt. Planänderung. Ja gut, ich weiß immer noch nicht genau, was Planänderung ist. Allewirlos C. Ah, das war das Rätsel, genau, also das Ja, das Zauberrätsel. Magierrätsel, Der genau. Geist des Anwesens. Okay, da müssen wir auf jeden Fall ins Anwesen zurück. Wie der Name schon sagt. Ermittlungen im Club der Lämmer. Okay, da müssen wir irgendwie die Leute In unserer nochmal. Gruppe ausfragen. Genau. Aber was das Komische ist, wir haben ja das alles Wirrlos C noch nicht beendet. Das wundert Aber wir mich haben noch nämlich die auch. Münze. Ja. Gucken wir uns doch einfach mal. Das war die hier, Diese ne? Münze habe ich Ich glaube erhalten, ja. weil ich das Rätsel alle Wirrlos C gelöst Genau. habe. Auf ihr sind zwei Wahrzeichen von Lon. Britisches Museum und der Buckingham Palace. Aber warte mal, sie hat gesagt von London. Haben wir nicht diesen London-Plan? Weil das Ding hier, das haben wir ja gelöst. Ich glaube ja, Haben wir wir. müssten irgendwie so eine Diesen Stadtplan kann Reisekarte ich von gut London. gebrauchen, wenn ich nach London fahre. Ja. Können wir ihn vielleicht damit Diese benutzen? Münze habe ich erhalten. Okay, nein, können wir nicht. Hä? Achso, vielleicht andersrum? Die Münze auswählen und den Plan? Diesen Stadtplan kann ich. Nein. Okay, vielleicht. Meine Münze vom Rätsel, der Lohn des Verräters. Auf der Vorderseite sieht man die Houses of Parliament und auf der Rückseite die St. Paul's Cathedral. Ja, und das sagt uns jetzt was? Weil es ist komisch, dass da jedes Mal zwei Orte drauf sind. Diese Münze hat. Ja, genau, aber. Kannst du dir den Stadtplan angucken? Also jetzt nicht kombinieren, sondern einfach generell ihn dir angucken. Warte. Diesen Stadtplan kann ich gut gebrauchen, wenn ich nach London fahre. Ja, aber warum sollte sie denn nach London fahren? Ich kapiere das nicht. Diesen Stadtplan kann. Okay, nee, keine Ahnung. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach erstmal ins Anwesen und Gucken uns da um. gucken uns da um, genau. wo fangen wir an? Keller. Einfach Ja, mal ein gerade Keller ist gut. geradeaus. Fangen wir von unten an und arbeiten uns nach oben. Genau. Weil ich habe auch einfach überhaupt gar keinen Plan. Oh! Hallo Omi. Und hallo Typ. Hallo Typi. Wer ist das? Gott, wegen dir hätte ich beinahe einen Herzinfarkt gekriegt, junge Mein Gott, Dame. ist es Tut mir nicht. leid. Wer ist das? Dr. Hellborn, das ist Samantha Everett, die neue Assistentin von Dr. Stiles. Aha. Sam, das ist Dr. Hellborn. Assistentin? Wirklich? Ja, und wer genau sind Sie? Also, ich lasse Sie beide dann mal alleine. Alles Ich habe klar. noch viel zu tun. Wenn seine Herrschaft das gewesen wäre, hätte ich meine Sachen packen können. Ich hätte mich da nicht von Ihnen reinziehen lassen sollen. Was? Hat die etwas mit unserem, mit dem Psychologen? Weil Ich der frage Sie Hellborn ist ja nochmal, wer sind Sie? der Psychologe. Ich hätte schwören können, Mrs. Dalton hat Ihnen diese Frage gerade eben erst beantwortet. Ich heiße Simon Hellborn und bin ein alter Freund von David. Ich glaube, wir beide müssen uns über ein paar Dinge unterhalten. Ach echt? Stück Papier, passt. Sie haben ein Genau, Stück reden wir über Papier ein in Stück Ihre Tasche Papier. gesteckt, als Sie da rausgekommen sind. War dort irgendwas Interessantes? Nichts, worüber ich sprechen darf. Aha. Was genau ist hinter dieser Tür? Tür? Ja, dieser Tür. Da ist Davids doch gar keine privates Tür. Labor. Und Sie waren da drin, weil. Ich verstehe, warum Sie mit dem klarkommen. Sie beide sind sich sehr ähnlich. Ich kümmere mich um einen Freund, wenn wir schon dabei sind. Ist Ihnen in letzter Zeit aufgefallen, ob sich David irgendwie merkwürdig verhält? Sie meinen, ob er ausnahmsweise mal normal ist? Okay, also ich würde dem auf jeden Fall nichts erzählen. Der macht einen so Sehr selten. misstrauischen Eindruck. Ja, vor allem in der Sitzung, wo wir ja mit David bei ihm waren, da habe ich erst gedacht, so, oh ja, eigentlich voll der Nette. Aber jetzt werde ich ehrlich gesagt ein bisschen misstrauisch, was ihn Ja, angeht. das Komische, das habe ich, das Gefühl hatte ich halt auch, dass er sich nicht wirklich für das Thema interessiert hat, was David da angesprochen hat, im Sinne von ja, und gibt es nicht die Möglichkeit oder das, sondern er hat sich mehr darüber, ja, echauffiert oder beziehungsweise mehr darüber
in Kenntnis setzen wollen, wie das mit den ganzen Experimenten funktioniert und ob er da teilhaben kann. Nee, nee, das war der Rasmukin-Dings da. Der Hellborn war der Psychologe, der uns in Trance versetzt hat. Der uns helfen wollte, den Abendrevue zu passen. Stimmt, du hast vollkommen recht, es tut mir leid. Du hast sie gerade durcheinander gebracht. Ja. Ja, aber trotzdem, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie fand ich das ganz komisch, als David dann sich erinnern konnte und er dann einfach nur gesagt hat, ja, ja, stimmt, davon haben sie erzählt. Ach, jetzt auf einmal fällt ihm das wieder ein, weißt du? Ja. Also irgendwie ganz seltsam. Aber das habe ich, ja, gucken wir weiter. Sind Sie Davids Arzt? Nein, ich habe es ihm zwar angeboten, aber er will sich nicht behandeln lassen. Aber mit ihm ist doch alles in Ordnung. Abgesehen von der Tatsache, dass er seine Frau sehr geliebt haben muss. Ich will Ihnen etwas zeigen. Kommen Sie her. Setzen Sie sich auf diesen Stuhl dort. Warum? Ich will Ihnen nur kurz etwas demonstrieren. Gruseliger Kerl. Ja. Gut, und jetzt legen Sie Ihre Hände unter dem Tisch auf Ihren Schoß. Schauen Sie auf die Tischplatte. Sie machen auf meiner Hand die gleichen Bewegungen wie auf der Tischplatte. Schauen Sie einfach nur zu. Au! Was haben Sie gespürt? Nichts, aber ich hatte den Eindruck, Sie würden gleich meine Hand zertrümmern. Die Macht unserer Vorstellungskraft. Sie haben gesehen, wie die Tischplatte berührt wurde und haben das Gleiche auf Ihrer Hand gespürt. Ihr Gehirn hat daraufhin eine Verbindung zwischen Ihrer Hand und der Tischplatte hergestellt. Eine derartige Verbindung kann man mit allem herstellen. Einem Gegenstand, einem Ort oder einer Person. Wenn Sie sich mit einer Person eng verbunden fühlen und diese Person stirbt, sagt Ihr Gehirn in gewisser Weise, diese Person ist tot, ich bin diese Person, deswegen muss ich auch tot sein. Und David hatte so eine Verbindung mit Laura. David hat Laura vergöttert. Aber in seinem Fall spielt bei dieser Verbindung auch Schuld eine große Rolle. Schuld? Ja, wahrscheinlich, weil er sich selbst die Schuld an dem Unfall gibt. Hm. Kann sein, ihn doch einfach über den Unfall. Fühlt sich David schuldig, weil er den Wagen am Abend des Unfalls gefahren hat? David wurde aus dem Auto geschleudert und hat keine Schramme abbekommen, während seine Frau gestorben ist. Es kann einem schwerfallen, das zu akzeptieren. Oh Gott. Dann hat er sich die Verbrennungen zugezogen, weil er versucht hat, Laura zu retten? Wussten Sie, dass so ein Feuer, also mit Benzin, so heiß werden kann, dass man sich sogar die Hand verbrennt, wenn man noch einen Meter weit weg ist? Niemand mit gesundem Menschenverstand würde da freiwillig reingehen. Aber er hat es getan. Er hat alles getan, was in seiner Macht stand. Aber für David selbst wird es nie genug gewesen sein. Aber ganz ehrlich, wenn das wirklich ein geliebter Mensch ist, würde das nicht jeder tun? Ja, das stelle ich halt auch in Frage, also. Ja, also ganz ehrlich, scheiß doch drauf, wie heiß das ist. Also, wenn du die letzte Möglichkeit bist, diese Person zu retten, würdest du alles tun, was in deiner Macht steht. Eben, weil ich meine jetzt so, also das spricht wahrscheinlich die meisten Leute an. Die Mutter ist mit im Auto oder der Vater. Also ganz ehrlich, ich würde für meine Mutter auch durchs Feuer rennen. Also natürlich, logisch. Ne? Logisch. Also gut, ne? Super Verhältnis und so, aber das ist ja wieder was ganz anderes. Aber in dem Fall war es bei ihm ja dann genau das Gleiche. Ich meine, wenn er sie ja wirklich so vergöttert hat, war sie ja alles für ihn. Das heißt, er ist dann halt dahin und wollte sie da rausholen. Hat sich selber dadurch natürlich mehr verletzt als alles andere. Ja, wobei sein Herz war mehr verletzt als seine Haut. Also, ne? Ja, also, wie war das? Körperlicher Schaden ist das eine, aber seelischer Schaden kann nie verheilen. Ja, genau. So, genug der düsteren Worte, jetzt irgendetwas Ungewöhnliches. Was meinen Sie mit, ob sich David irgendwie merkwürdig verhält? Ob er zum Beispiel mit jemandem spricht, der gar nicht da ist. Oder irgendwelche merkwürdigen Dinge sieht. David ist nicht verrückt. Nein, aber er schläft nicht gerade viel. Und Schlafmangel kann Halluzinationen hervorrufen. Wenn Sie damit die Vorfälle auf dem Campus meinen, das alles ist wirklich passiert. Ich selbst bin der Sache nachgegangen. Auf dem Campus? Welche Vorfälle? Was haben Sie denn gemeint? Ich kann wirklich nicht mit Ihnen darüber reden. Das ist alles streng vertraulich. Sie wollen mir also nichts erzählen? Nein, schließlich bin ich Davids Assistentin und sollte ebenfalls diskret sein. Nun gut. Wiedersehen, Sam.
Tut mir leid, ich werde sie zur Tür begleiten. Nicht nötig. Ich kenne das Haus sehr gut. Danke. Lass uns einfach stehen. Wenn ich Glück habe, merkt Dr. Halborn erst, dass das Stück Papier nicht mehr in seiner Tasche ist, wenn er zurück in seinem Büro ist. Mal sehen, was draufsteht. Oh mein Gott, David hat Laura im Haus gesehen. Aber er hat keine Halluzination. Ich habe sie ja selbst auf der Treppe gesehen. Das ist ja alles schlimmer, als ich dachte. Die machen sich sogar an seinem Haus zu schaffen und wollen ihm vorgaukeln, dass es Laura ist. Das ist einfach nur krank. Ich muss herausfinden, was hier vor sich geht. Okay, ja, aber das ist ja genau das, was auf der Tafel stand. Ich muss mich auf dem Dreadhill-Anwesen umsehen, um herauszufinden, wie dieser Schwindel mit Laura funktioniert und wer dahinter steckt. Das ist nämlich jetzt die große Frage. Steckt tatsächlich jemand dahinter oder ist es wirklich so, wie der Doc gesagt hat, also der Rasmus Ramuskin, dass Laura tatsächlich noch sozusagen als Geist da ist, aber die Welt nicht verlassen kann, weil sie entweder den Tod nicht akzeptiert oder weil David den Tod nicht akzeptiert hat. Und sie deswegen nicht gehen lassen kann? Genau, weil er zu sehr an ihr hängt. Und ihr das genügend Kraft gibt, theoretisch präsent zu bleiben. Genau. Also ich würde sagen, wir gucken uns erstmal oben. Achso, nee, ich wollte... Hier ist der Geist verschwunden. Ich sollte mich hier genauer umsehen. Vielleicht finde ich ja einen versteckten Mechanismus oder sowas. Okay, Gargoyle. Ah, nee, Schrank. Nichts. Ich wollte mir eigentlich die Gargoyles angucken. Keine Kabel oder sonst irgendwas. Nichts. Diese Gargoyles sehen so aus, als würden sie von einem alten Gebäude stammen. Mensch. Ich kann nichts Auffälliges erkennen. Erstmal das Schneiden. Was ich mich auch frage... Moment. Lass sie erst den Mönch angucken. Hm? Sieht wie ein Mönch aus. Oder wie Quasimodo nach einer Schönheitsoperation. Okay. Ja, was du dich auch fragst? Es gibt ja diesen einen Turm, der neben der Garage steht. Ja. Warum? Egal, wer jetzt gespielt wird, ob jetzt David oder sie, warum haben die alle so Panik, in diesen Turm reinzugehen? Naja, nicht Panik, aber also David hat ja gesagt, so von wegen, ja, da ist nichts Besonderes, der steht schon seit Jahren leer und bla bla bla. Ja, aber was ist, wenn sich da jemand eingenistet hätte? Tja. Im Sinne von, weil er halt nicht benutzt ist. Die Stühle sind nicht irgendwie präpariert. Ich nehme an, dass keines der Zimmer benutzt wurde, seit die Klinik geschlossen hat. Ach, da ist noch eine Tür. Die habe ich überhaupt nicht gesehen. So, nee, die habe ich auch nicht gesehen. Gargoyles. Okay, also hier oben. Sam, lauf mal hier rüber. Ich will gucken, ob wir uns hier alles wirklich angeguckt haben. Weil ich glaube nicht, dass wir in Davids Schlafzimmer reinkommen. Versuch's mal. Ich würde gerne Davids Schlafzimmer genauer unter die Lupe nehmen. Aber vielleicht ist er ja gerade drin. Ich will nicht dabei erwischt werden. Okay. Tja, dann würde ich sagen, gucken wir uns im Rest des Hauses noch ein wenig um. Ich wollte mir wenn nämlich jemand eigentlich... wirklich das Haus präpariert hat, hat diese Person gute Arbeit geleistet, als sie es wieder in den Normalzustand versetzt hat. Okay. Blond und elegant. Mit anderen Worten, nicht so wie ich. Ja, anders. Aber ich finde, Sam ist auch sehr elegant. Diese Statue will man auch nicht unbedingt reinrennen, wenn man nachts im Dunkeln über die Treppe stolpert. Ich finde sie ehrlich gesagt super. Die Statue einer verhüllten Frau. Keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber sieht ganz schön düster aus. Gefällt mir. So, wir haben schon 38%. Okay, ich würde sagen, wir sprechen mal mit Omi. Vielleicht kann Omi uns helfen. Oh, ist das Frühstück für mich? Ja, das war für dich gedacht. Hast du keinen Appetit? Los, iss. Manche Leute können nichts essen, wenn sie genervt sind. Genervt? Weswegen? Ach, nur wegen der Uni. Ich habe eine gute Nachricht, die dich aufmuntern wird. Die Werkstatt hat gerade dein Motorrad hierher gebracht. Es steht wieder in der Garage und ist so gut wie neu. Boah, echt? Ja, echt.
Du wirst seiner Herrschaft gegenüber doch nicht die Sache von heute Vormittag erwähnen, oder? War irgendwas? Danke. Ich habe zu danken. War das jetzt so ein bisschen Bestechung? So dachte der Motorrad, ja, so ein bisschen. Hey, dein Motorrad ist ganz, aber wehe, du verrätst, was passiert ist. Ja, so ungefähr. Oh, wir können sogar mit Omi reden. So, raus mit der Sprache. Was war da? Dr. Hellborn hat mir eine Liste mit Loras Erscheinungen gezeigt. So wie die Gestalt, die ich oben auf der Treppe gesehen habe. Das hätte er nicht tun sollen. Das ist Dr. Stiles Privatangelegenheit und geht niemanden etwas an. Ich hätte ihn nicht in dieses Zimmer lassen sollen. Aber David braucht unsere Hilfe. Er braucht lediglich Ruhe und darf sich nicht aufregen. Würden die Leute ihn in Ruhe lassen, wäre mit ihm alles in bester Ordnung. Aber das ist genau der Punkt. Er wird nämlich nicht in Ruhe gelassen. Irgendjemand täuscht Loras Erscheinungen vor. Wer sollte denn so etwas tun? Und wie kann diese Person es so aussehen lassen, als wäre Dr. Stiles arme, tote Frau wieder am Leben? Ich gebe zu, dass das schwierig ist, aber scheinbar nicht unmöglich. Niemand treibt mit Dr. Stiles seine Spielchen. Am besten wäre es, wir würden es einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Lass den armen Mann in Ruhe und vergiss die Sache einfach. Ich bitte dich, Samantha. Ich habe gar nicht vor, mit ihm darüber zu reden. Zumindest noch nicht. Aber David ist stärker, als sie ihm zutrauen. Man darf nicht zu hohe Erwartungen an jemanden stellen, aber andersrum ist es auch nicht gut. Du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, wie es nach dem Unfall war. Du warst nicht hier, als sie ihn zurück in dieses Haus brachten und er zum ersten Mal ohne Laura hier war. Du musstest es nicht mit anhören. Er hat wegen der ganzen Verbrennungen bestimmt höllische Schmerzen gehabt. Siehst du? Du weißt überhaupt nichts darüber. Dann erzähl uns doch was. Das war nämlich genau das, was ich meinte. Die Verbrennungen waren zwar schlimm, aber der seelische Schmerz war wahrscheinlich noch krasser. Ja. Wir können den Ofen angucken. Dann tun wir das. Dieser alte Kamin wurde mit moderner Technik versehen. Coole Sache. Ja, unglaublich cool. Geschirr. Für gerade mal 2 Personen ist die Küche ja ziemlich gut ausgestattet. Hier müssen irgendwann mal viel mehr Leute gewohnt haben. Okay. Sagt sie vielleicht jetzt irgendwas über Hellborn? Von wegen, ich speichere immer seine Nummer ab. Ja, genau. Die Visitenkarte eines Psychologen. Eine Nummer, die man immer griffbereit haben sollte. Schließlich kann man nie wissen, wann bei einem mal die Sicherungen durchbrennen. Die Visitenkarte. Gucken wir mal. Nee. Okay. Schade. Hätte ja sein können, dass wir den dann jetzt anrufen und sagen. Ey, Alter, das war voll nicht cool. Der Kalender. Ja. Okay, ja gut, aber wir haben ja jetzt mit Dolty, also mit der Omi gesprochen. Genau, jetzt sind wir nämlich bei 50%. Jetzt ist natürlich die Frage, müssen wir ihn anrufen? Wenn, dann benutze ich das Handy. Fällt weniger auf. Okay. Wen willst du denn anrufen? Die hat ja gesagt, wenn. Ja, okay. Achso, ja, nee, hier war ja eigentlich nix, was Laura angeht. Also, genauso wie das alte Sprechzimmer. Warum können wir da nicht rein? Weiß ich nicht, aber jetzt ist bei ihr wenigstens ein Türsymbol. Das war bei ihr vorher nicht. Ein Anguckssymbol. Aha, okay, ist abgeschlossen. Aber das war vorher, glaube ich, nicht so, oder? Nein, sie hat vorher immer nur gesagt, das alte Sprechzimmer. Ich wüsste nicht, welcher Gründe soll. Nee, das war er. Der gesagt hat so, nee, muss ich nicht hin. Vielleicht sagt sie jetzt irgendwas zu den Aquarellen. Okay, aber sie weiß ja nicht, dass die von Laura sind. Ja. Okay, man kann sie sich auch gar nicht angucken. Aber man kann ihren Kopf lustig hin und her schäkern lassen. Hey, okay. Vielleicht sollten wir uns mal unser Motorrad angucken. Kerzen. Außer Porzellan und Tafel... Sag Kerzen. Cooler Kerzenhalter. Jetzt bräuchte ich nur noch ein Nachthemd und dazu stürmisches Wetter, dann könnte ich Jane Eyre nachspielen. Wen? Ich wollte gerade fragen, kennst du die? Benutz doch mal dein mobiles Gerät und gucke es nach. Jane Eyre? Ja, Ach, guck mal. Turm. Unteres Stockwerk. Ah! Jetzt kommen wir herein. Okay, nein, James Aaron war es wohl nicht.
Ich will wissen, was da drin ist. Vielleicht ist ja irgendwo hier in der Nähe ein Schlüssel. In der Garage vielleicht? Vielleicht. Gucken wir nach. Jane Eyre, hier. Es ist ein Liebesfilm. Okay. Aber unser Motorrad sieht gar nicht anders aus. Ich dachte jetzt, keine Ahnung, wir haben jetzt da so eine Kawasaki. Einmal Probe treten. Hat mich keinen Penny gekostet. Wow. Ich bin mir nicht sicher, ob schon mal jemand etwas so Nettes für mich getan hat. Ich bin vielleicht ein Sensibelchen. Drück mal bitte deine lustige Hey, ich zeig dir, was du mal alles anklicken kannst, Taste. Ich glaube, das da drunter ist ein Bentley. Nicht schlecht. Er hat ja auch Geld. So, die Gemälde, da sagt sie ja auch nichts zu. Aber vielleicht ist draußen noch irgendwas. Vor dem, Vor dem Turm. Vor dem Turm. Vielleicht im Kübel oder so. Oder ja, so ein Motto, eine Fußmatte, wo der Schlüssel drunter liegt. Genau, irgendwie sowas. Oder an der Statue. Oh, oder hier ist ein Fenstersims. Oder im Gebüsch. Ich guck mir einfach alles an. Jemand hat unter der Statue einen Schlüssel versteckt. Ah. Lass uns trotzdem erstmal die, das Fenster und das Gebüsch angucken. Der Turm ist genau gegenüber von Davids Schlafzimmerfenster. Das sollte ich mir genauer ansehen. Oho. Jetzt können wir ihn bespannen. Ein bisschen weiter drunter ist das Gebüsch. Jetzt können wir ihn bespannen. Klick nochmal gleich unter das Fenster bitte auf das Gebüsch. Hä? Da war kein Gebüsch. Doch, vorhin war da ein Gebüsch. Du meinst, glaube ich, das hier, weil das ist cooler Turm. Nein, unter dem Fenster war noch Gebüsch, aber da hat sie auf die Statue geklickt. Und wahrscheinlich war das eine Möglichkeit, am Schlüssel zu suchen. Ach so. Staubige Treppe. Ja. Okay. Und diese Melodie. Hier drinnen ist alles staubig. Außer dem mittleren Bereich der Treppe. Jemand muss sie erst vor kurzem benutzt haben. Aha. Ah, Helena? Dann. Wie kommst du jetzt auf sie? Ja, weil sie Zauberer ist. Achso. Aus dem Zaubererladen rauskommt. Aber vielleicht war es auch Angela. Angela. Ah! Der Stuhl ist kein bisschen staubig. Merkwürdig. Na dann, spannen wir mal ein bisschen bei David. Man kann von hier aus direkt in Davids Schlafzimmer sehen. Oh, das macht mich echt wütend. Ist da jemand eifersüchtig? Könnte ein Abdruck sein, aber ich kann es nicht genau erkennen. Haben wir irgendwas, um das sichtbar zu machen? Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht. Also, haben wir irgendwo. Sowas ähnliches wie ein Fernglas oder so? Auf der Scheibe ist etwas. Ja, okay, aber vielleicht will sie jetzt in sein Schlafzimmer gehen. Komm ich denn hier wieder raus? Wenn man hier wieder rauskommt. Ach, da unten. Oh. Ich will hier weg, ich will hier weg. Vielleicht. Weil. Wir haben ja mit Mrs. Dalton haben wir ja darüber gesprochen, also mit der Omi. Mhm. Dass wir denken, dass da jemand hinterherhängt. Vielleicht können wir ihr jetzt beweisen, dass es so ist. Indem wir sagen, hey Omi, ich habe den Schlüssel vom Turm gefunden. Der Stuhl ist unbenutzt. Man kann direkt in Davids Schlafzimmer gucken. Ja. Oder wir müssen... Hallo, Sam. ...mit ihm sprechen. Kann ich irgendetwas für dich tun? Im Moment nicht, danke. Okay, nein. Vielleicht können wir ja doch mit ihr reden. Ja, wir können mit ihr reden. Siehst du? Ich bin gut.
Ich kann gar nicht glauben, dass Dr. Stiles sich um die Reparatur meines Motorrads gekümmert hat. So etwas Nettes hat noch nie jemand für mich getan. Da solltest du nicht allzu viel drauf geben. Über Geld muss er sich nämlich keine Gedanken machen. Ja, trotzdem. Haben Sie diesen Schlüssel schon mal gesehen? Er ist für den Turm und ich habe ihn unter der Statue neben der Tür gefunden. Turm? Ja, der Zierturm gleich neben der Garage. Ach, dieses alte Ding. Da war schon seit Jahren niemand mehr drin. Nicht einmal, als Laura noch am Leben war. Aber der Schlüssel sieht gar nicht so alt aus. Ich weiß auch nicht. An deiner Stelle würde ich lieber die Finger davon lassen. Der Turm ist irgendwie unheimlich. Ja, das würde ich auch sagen. Können wir uns hier... Ich wollte eigentlich jetzt direkt mal hoch zu David und entweder er ist da und wir können mit ihm sprechen oder aber sie geht einfach rein und täuscht irgendwas vor, was sie denn von ihm wollen könnte. Das kann sein, ja. Davids Zimmer. Ja? Ah, mehr kann sie dazu nicht sagen. Nein, aber das Türding ist jetzt auch weg. Hä? Okay. Also entweder müssen wir irgendwas finden. Ja, weil... Sowas wie Fernglas? Ja, nee, sie sagt ja dieser Fleck an der Scheibe. Aber ja. Ich kann ihn nicht richtig erkennen. Aber wie kann man einen Fleck sichtbar machen? Ja, keine Ahnung, aber sie kann ja nicht irgendwas dagegen werfen oder so. Das ist ja, so weit weg. Also deswegen habe ich gedacht, dass sie vielleicht... Nein, das war ja nicht ein Fleck an seiner Scheibe, sondern an der Scheibe vom Turm. Sicher? Ja. Mal gucken, was haben wir in unserem Rucksack? Können wir vielleicht im Black Wand hier Fingerabdruckpulver oder sowas finden? Könnten wir mal nachgucken. Oder vielleicht die Tinte? Obwohl, nee, die brauchen wir ja für den Zaubertrick. Für den Zaubertrick. Okay, würde ich sagen, gehen wir einfach mal zu Maffi. Weil ich habe jetzt irgendwie nicht mehr im Kopf, ob es da sowas gab wie Fingerabdruckpulver oder sowas. Hallo, Mephistopheles. Miss Everett, freut mich, dass Sie mir einen Besuch abstatten. Natürlich. Okay, weil mit ihm sprechen können wir nicht. Handschuhe. Zerbrechbarer Stab. Nee. Oder vielleicht doch mit der Tinte. Ja, wobei, es ist Zaubertinte. Das macht eigentlich nicht so viel Sinn, oder? Nee, nicht wirklich. Nee. Finden wir vielleicht irgendwas im Pulver Labor? Pulver oder sowas, hätte ich jetzt gedacht. Huch, nee, das war das Falsche. Vielleicht ja, was für Mehl oder sowas? Mehl? Ja, okay. als Pulver halt. Ja, aber Mehl würde es, wenn, in der Küche geben. Ja, eigentlich schon. Ich probiere das jetzt mal mit der Zaubertinte. Ja. Weil vielleicht, wenn wir einen Fingerabdruck kriegen, können wir dann verschiedene Fingerabdrücke von irgendwelchen Leuten nehmen oder so. Vor allem, ich sehe den Fleck nicht mal. Also, hier ist so ein Stier drauf, aber ich weiß nicht, ob sie das damit meinte. Auf der Scheibe ist er... Nee. Also, mit der Tinte geht's nicht. Mit der Lampe vielleicht das Projizieren, diesen Fleck? Auf der Scheibe... Nee. Mit der Papierfee. Auf der Scheibe... Schade. Aber wir haben auch sonst nichts. Also wenn, dann bräuchten wir, wie gesagt, halt irgendwie ein Pulver oder so. Na, die Papierfee verbrennen, um irgendwie Asche zu kriegen oder so, ist auch doof.
Nee, da hatte sie ja schon gesagt, die... Ja, für die Lampe. Das brauchen wir für die Lampe und genau. Das macht sie irgendwann. Ich würde sagen, wir kümmern uns einfach in der nächsten Folge darum, wie wir den Fleck sichtbar machen. Und vielleicht fragen wir unsere Mrs. Dalton einfach mal nach Mehl oder so. Ja, oder irgendwie sowas. Vielleicht kann sie uns ja irgendetwas geben. Genau. Gut, so, dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.